Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elex. Wir werden schon wieder angegriffen, glaube ich. Zumindest höre ich da was. Ah, hier! Da ist er ja! Na, komm her! So. Können wir dich hier nicht allein lassen, hier. So. Wir wollen diesen Konverter heute abschalten. Zumindest mal so weit ins Innenleben dieses Konverters kommen, bis wir... ja, gute Dinge sind, dass wir überleben. Hier müsste ein Teleporter irgendwo in der Nähe sein, ne? Bei jedem Konverter gab es bis jetzt immer einen Teleporter. Nicht gut. Gar nicht gut. Innen oder außen, werden wir dann schon sehen. Auf jeden Fall haben wir hier Magnesiumfackel, Elixit, einen Hammer und Metallschrott. Super. Ja, jetzt ist die Frage, innen oder außen? Normal war es immer innen, oder? Alter, das hat mich erschrocken. Du Mistviech. Das dachte ich, mir geht irgendwas Schlimmes an. Da bist du nicht nur so ein kleines Viech. Alter. Mistviech. So. So. Einmal schön erschreckt. Wunderbar. So. Wenn ihr was Blaues seht, bitte einmal rufen. So. Das könnte nämlich ein Teleporter sein. Die würde ich gerne mitnehmen. Heilkraut. Oh, das sind zwei. Ist das normal? Glaub nicht, oder? Auf jeden Fall mal kurz glubschen. Hier gibt es keinen Teleporter, also muss er innen sein. Dann schauen wir mal uns innen drinnen um. Da geht ja sowieso gerade irgendwie die Post ab. Die Frage, ob dieses Getier rauskommt und uns angreifen wird oder ob er da oder ob wir rein müssen, aber ich denke eher rein. Und schauen wir mal, oder? Aha, das sind ganz viele Alps. Ganz viele, sehr viele Alps. Hier scheint noch... ah, da drüben. Da drüben ist ein Teleporter, ne? Oder? Schaut das nur so aus. Schaut nur so aus, ne? Ist, glaube ich, ein Mechanismus. Okay. Auf jeden Fall mal speichern. Das haben wir uns jetzt mal verdient. So. Wieder einmal halt zumindest. So. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Irgendwo wird sicher ein Teleporter sein. So. Halt. Ring des Klerikers. Okay. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Schade. Trank. Ich versuche mir hochzuschweben. In der Hoffnung, dass ich was sehen kann. Das sind keine Gegner, oder? Da vorne ist der Konverter. Ich glaube, das sind keine Gegner. Wir haben eh gespeichert, aber ich glaube, da ist echt niemand. Sachen gibt's. Das sind einfach nur Schilde. Ich dachte schon, da ist irgendwie. Da ist wer, ne? Also. In Wirklichkeit ist da aber niemand. Ah, Teleporter. Wir haben ihn gefunden. Tada! Konverter Ignaton wurde aktiviert. Also der Teleporter halt, ne? Wir speichern. Selbstverständlich. So, das ist es wert. Und wir gehen weiter. Das war auch eine ordentliche Schneehöhle. Hölle. Schneehölle. Mit zwei L. So. Also, irgendwas ist da komisch. Gibt es keine Wachen? Und der Eingang ist zu. Ah! Ohne Schlüssel wird das nichts. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ja, wo zum Teufel kriege ich so einen Schlüssel her? Da ist ja niemand.
Meh. Dann müssen wir irgendwie einen Schlüssel finden, oder? Oder wir müssen zuerst Bericht erstatten. Das könnte auch sein. Das ist jetzt mal wieder typisch. Drohnenkontrolle. Da muss es doch irgendwo jemanden geben, den wir verhauen können, oder? Machtstoß zweimal. Das ist echt verwirrend. Es muss hier doch irgendwo jemanden... Wow, das wollte ich gerade machen. Ich wollte nur sagen, es muss doch irgendwo jemanden geben. Gruselig. Ja, der einem den Schlüssel geben könnte. Also irgendwo muss doch hier draußen so ein Wachmann sein, oder? Oder sowas in der Art. Weil da hoch mit dem Jetpack glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Ich laufe jetzt einfach mal rundherum, aber ich glaube, das wird so nichts. Da werden wir wahrscheinlich vielleicht eventuell zu unserem Questgeber zurückgehen müssen. Vielleicht kann der uns irgendwie sagen, was wir hier tun können. Weil so wird das nichts. Drohnenkontrolle. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Normalerweise Schlüssel bedeutet eigentlich immer, dass man hier irgendwo einen Boss oder so besiegen müsste. Also eine Person, die diesen Schlüssel trägt. Na gut, warte mal ganz kurz. Vielleicht sollten wir wirklich Bericht erstatten. Ich war jetzt zu voreilig. Wir haben zum Glück eh sowieso den Teleporterpunkt. Konverterhauptschalter. Das hat sehr weit zum Hatschen, ne? Obwohl es geht. Thorald. Steht vielleicht was questbedingt. Warte jetzt mal kurz. Krieg der Massinen. Alle Konverter, die Länder, bla bla. Der Konverter in Ignaton. Der Konverter der Alps liefert das Elix in den Eispalast. Wenn ich den Elix-Nachschub stoppen will, muss ich den Konverter abschalten. Ja, haha, super. Das wissen wir eh. Warum kann ich das nicht hacken? Was soll denn das? Warum kann man das nicht hacken? Das ist echt übel. Warum muss das verschlossen sein? Ohne Schlüssel wird das nichts. Wo kriege ich so einen Schlüssel her? Saddam hat mich ja verraten. Dann kann ich ihn nicht mehr fragen, ne? Vielleicht soll ich echt mal zu dem Typen zurückgehen. Und Bericht erstatten. Vielleicht hat der noch irgendwie... Vielleicht kann ich es auch kaputt ballern. Ohne Schlüssel wird das nichts. Na, okay, so einfach wird das nicht. Okay. Das ist halt die Frage. Na, selbst wenn ich wahrscheinlich Hacken den höchsten Skill hätte, wird mir das nichts bringen. Ja. Da ich jetzt ein bisschen ratlos bin, würde ich sagen, wir gehen wirklich zu unserem Questgeber hier zurück. Ansonsten bin ich hier etwas überfragt. Und wie soll das gehen? Mit Kaya? Also, da sehe ich gerade nicht, dass man
mit ihr eigentlich quatschen könnte. Ob wir ein Pärchen werden wollen. Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Okay, warte mal. Muss man da was Besonderes machen? Na, es wird wahrscheinlich mit der Zeit passieren, ne? Okay. Entschuldigung, wollte ich einfach nur schauen. Böses Mädchen, ja, ja. Alte Pflichten, war das jetzt hier dabei? Na ja. Also, Krieg der Maschinen. Rüst mal das aus. Geh mal zu dem Kerl da unten zurück. Und ich frage jetzt einfach mal blöd nach. Viele Optionen haben wir ja eh nicht. Frage mal einfach blöd nach und ja. Mit ein bisschen Glück kommen wir dahinter. Jo. So. Na dann. Tap, tap, tap. Den können wir eigentlich auch ausrotieren. Oh. Tja. So, geht ja. So, das rüsten wir auch noch mit aus. So. So. Ui. Oh, Ruck. Okay, da kommen wir nicht so weit noch. Weil wir zu wenig Saft haben für das Chatterbag. Na los, komm, wird voll. Ah, das müsste gut, glaube ich. Ja. So, da rennen wir mal. Ich glaube, das war eh der falsche Berg. Ja, mehr oder weniger der falsche Berg. So. Und hier noch hoch. So. Ui. Was das früher wohl mal war? Das war mal ein Gebäude für, keine Ahnung was. Halt. Vier Häuser, Teil 6. Hm, da hing noch etwas dran. Der sechste Hinweis. Also man muss manchmal schon, ehrlich gesagt, ein bisschen abseits gehen, ne? Dass man rein zufällig auf sowas stößt. So, warte kurz. Der sechste Hinweis. Die vier Häuser, so. Das Alter des schwarzen Hauses ist das des blauen minus des weißen. Bitte was? Haben wir da jetzt eine Quest dafür bekommen? Familientreffen. Schaut nicht aus, ne? Ist dann einfach so wahrscheinlich die Hinweise zum Lesen und dann wird man, also wird man schlau draus, ne? So. So, und wir sind schon da bei dem Kerl. Ich hoffe, der kann uns helfen. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt sehr lieb. Mehr als lieb sogar. Hallo, Herr Thoralj. Statusbericht zu den Konvertern. Du hattest recht, Saddam steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Jawohl, machen wir das so, ja. Du hattest recht, Saddam steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Tja, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Nun, nachdem du das jetzt weißt, solltest du Saddam nicht zur Rechenschaft ziehen? Er ist verschwunden. Ich fürchte, er wird wieder auftauchen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Soweit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Ja, zu den Konvertern. Statusbericht zu den Konvertern. In Ignadon verschwinden immer noch freie Menschen im Konverter. Die Konverter sind das Grausamste, was dein Volk uns je angetan hat. Erst wenn sie alle schweigen, werden die freien Menschen wieder aufatmen können. Also kein Hinweis. Schade. Kein Hinweis. Kein Hinweis, woher wir den Schlüssel kriegen könnten. Das ist natürlich wieder schlecht. Das ist natürlich nicht so gut, ne?
Jetzt ist die Frage, ob dieser Schlüssel irgendwo liegen könnte. Im schlimmsten Fall in einem der anderen Konverter. Das wäre natürlich jetzt mehr als übel, wenn ich den übersehen hätte. Oder wir lassen den Konverter jetzt einfach mal stehen. In der Hoffnung, eine andere Quest hilft uns dabei, das hinzubekommen. Dann könnten wir probieren, ob wir das mit dem bösen Mädchen hier schaffen. Vielleicht. Ob wir dieses Riesenviech jetzt besiegen können. Wäre schön. Wäre sehr schön. Ich glaube, ich traue mich. Und dann vielleicht werden wir das mit dem Familientreffen probieren, weil das müsste mittlerweile auch recht gut gehen. Weil diese Kriegskolosse, die können wir ja schon besiegen, ne? Diese Maschinen. Diese großen. Ich probiere es jetzt mal mit böses Mädchen. Dafür müssen wir jemanden abholen, ist eh klar. Ja, dafür werden wir unsere gute Kaya leider nach Hause schicken müssen. Also sie hat sich eh mal ein Päuschen verdient. Kann sich auch die Füße ein bisschen aufwärmen. So. Meine Teure. Geh bitte zurück. Geh bitte ins Lager. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Wenn du willst. Danke dir. Bis später. Wir müssen uns hier mit einer etwas rustikaleren Dame treffen. So. Ja, Mahlzeit. Ich möchte es gerne nochmal probieren. Wahrscheinlich kriege ich wieder aufs Maul, aber Versuch macht klug, heißt es immer. Der war gut. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich speichere das Ganze mal. Auf einen anderen Spielstand. Für den Fall der Fälle, dass ich versage, können wir den anderen Spielstand nochmal laden und dann suchen wir uns eine andere Quest. So. Okay, Freundchen. Es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Ich bin bereit. Worum geht's? Ja. Ich bin bereit. Worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Komm mit. Juhu. Ja, wir hatten ja den Eiskoloss besiegt. Das ist was Ähnliches wie der da, ne? Ich denke schon, dass wir den jetzt schaffen. Da ist er, El Colossaro. Mhm. Der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Jawohl. Beweg deinen Arsch. Wir versuchen mal, den ein bisschen anzuheizen. Keine Munition mehr, keine Munition mehr. Aha, okay. Das verbessern wir gleich. Okay, der müsste jetzt normalerweise... Da kommt schon einer, jawohl. Den will ich nämlich gern umhauen. Wow, da fliegen die Steine. Gut, der ist heftig. Ja, der ist heftig. Okay, keine Energie mehr. Ich muss mal kurz abhauen. Am besten weg. Okay, oder auch nicht, weil ich hängen bleibe. Okay, nochmal. Ist machbar. Der ist machbar. Wir machen auch Schaden drauf. Das ist wesentlich besser als beim letzten Mal, wo wir hier waren. Okay. Wir müssen nur zuerst diese Reiser wegbringen. Ja, das haben wir schon. Worum geht's? Ich bin bereit. Gehen wir's an. So, diese Erklärung skippen wir auch. Und da muss ich fix speichern nochmal. So, also einmal noch speichern. Und dann versuchen wir nochmal unser Glück hier, ne? So, gut. Beweg deinen Arsch.
Auf jeden Fall müssen die Reißer dran glauben. Und zwar sehr schnell. Würdest du... Da kommt schon einer hoch. Die müssen auf jeden Fall weg. Hey! Wo rennst du hin, du Saufi? Au. So, der ist schon mal weg. Dann wäre gut, einmal was trinken. Dann haben wir die schon mal weg. Oh, der hat mich jetzt voll getroffen, nämlich von hinten auch noch. Das ist Mistviech. Trink mal was, Herbert. So, noch ein. Komm. Lass ihn nicht immer alles aus der Nase ziehen. So, wir sind einigermaßen gestärkt. Ich muss nochmal speichern. Ja, ist eigentlich egal. So. Dann versuchen wir nochmal unser Glück. Wow. Ist unsere gute Begleiterin jetzt eigentlich schon gestorben? Wahrscheinlich. Wie schaut es mit dem Viech aus, lebenstechnisch? Ich glaube, das haben wir gut ausgewichen. Na gut, er steht da oben. Das heißt, für uns ist das jetzt schlecht. Weil da komme ich nicht mehr hin. Aber so müsste es gehen. Jawohl! Sehr gut. Also das lief super. Ist sie noch am Leben? Bewusstlos. Oh, aber geht. Meine Knochen! Du, der ist hin. Ich glaube, wir looten vorher noch. Ich hoffe, sie verschwindet nicht. So ein Kronstöckel wäre cool, wenn es hier geben wird. Ui, dann hat er einige schön zermatscht hier. Oh je. Das sieht für die Leute hier nicht sehr gut aus. Also, die, was hier waren, ne? So. Das war ja ein Kinderspiel. Das nächste Mal will ich gefälligst einen würdigen Gegner. Ja, ja, ach, schon ja. Recht. Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit unseren Läufern sprechen. Machen sich in die Hose vor diesem altersschwachen Reptil. Mhm. Das war ziemlich leichtsinnig. Alles okay? Alles okay? Ja, ja. Das war leichtsinnig? Das war ziemlich leichtsinnig. Ach, komm schon. So ein bisschen Spaß. Das Vieh hätte dich genauso gut töten können. Tja, aber hat es nicht. Also hör auf, mir Vorschriften zu machen, klar? Jawohl, Frau Schiffen. Mehr von dieser Art Aktion? Ich will endlich eine richtige Herausforderung. Nicht diese Opfer. Jemand wie dich könnte ich gut gebrauchen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Du willst, dass ich für dich arbeite? Ernsthaft? Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst mir erstmal einen Job mit einer würdigen Herausforderung. Ich kämpfe gegen die Elixitoren. Ist das Herausforderung genug? Das machen ja sogar die Kleriker. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, mich diesen Fanatikern ohne ein größeres Ziel anzuschließen. Komm wieder, wenn du einen konkreten Schlachtplan vorweisen kannst. Aha. Dann sprechen wir vielleicht noch einmal darüber. Der Judikator Ulbricht plant in Ignaton eine Großoffensive gegen die Alps. Wäre das vielleicht was für dich, meine Gute? Der Judikator Ulbricht plant in Ignaton eine Großoffensive gegen die Alps. Ach ja? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Er sucht einen Feldherrn, der einen Teil seiner Armee dabei anführen soll. Kennst du jemanden, der eine Kampftruppe anführen kann und sich für den Job freiwillig melden würde? Soll Ignaton brennen, dann hätten wir endlich erreicht, was wir wollen. Okay, vergessen wir das. Hey, warte mal. Was genau hat dieser Mistkerl denn vor? Er will den Konverter in Ignaton angreifen. So viel ich weiß, ist das Ding besonders gut bewacht. Bis unter die Decke vollgestopft mit Kampftruppen und Maschinen der Alps. Hab ich auch gehört. Sind die Jungs da drüben echt schon so verzweifelt, dass sie einem Outlaw ihre Kampfmaschinen anvertrauen würden? Sieht ganz so aus. Und wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Wahnsinnige! Das gibt eine Materialschlacht! Ich bin dabei! Cool. Du? Halt die Fresse, du Penner! Wer glaubst du, hat die Jungs hier angeführt, als wir uns diesen Stützpunkt hier unter den Nagel gerissen haben? Der Duke?
Ha, nein, mein Junge. Ohne mich würde er immer noch in dem Loch verrotten, in dem wir früher gelebt haben. Da gibt es nur einen Haken. Hört sich so an, als hätte meine Suche Erfolg. Ja, das ist besser, glaube ich. Hört sich so an, als hätte meine Suche Erfolg. Ja, ich kenne die Kleriker. Mir ist schon klar, dass sie keine Elex-verseuchte Schlampe an ihre Maschinen lassen würden. Ich verkaufe den Mist, den wir hier produzieren, aber ich nehme ihn nicht. Oh, und nochmal ein Erinner-mich, Shepard. In Ordnung. Oder? Ich werde sehen, was ich tun kann. Und deinen Arsch will ich in meiner Truppe sehen, dass das schon mal klar ist. Ich mache mich sofort auf den Weg zum Hort. Also, lass mich nicht warten, das würde dir nicht bekommen. Jawohl, Frau Chefin. Du liebe Zeit. Na? Ein schöner, scharfer Ton. Ich wollte hinten noch die beiden looten. Habe ich das gemacht oder nicht? Na, du Fetti. Nein, hatte ich nicht. So, das wäre schade drum. Achso, nur den einen, den habe ich. Okay, passt. Speichern auf jeden Fall. So. Das ist gut. Jo. Schön. Und, ich glaube, wir beenden den Part. Und im nächsten werden wir schauen, dass wir diese Quest hier zu Ende bringen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.